So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglichen neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill als Vertretung für den Mike Seidel. Jetzt ist natürlich die Frage. Moment. So, jetzt beginne ich nochmal. Also, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Sehr schön. Also das sieht schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill als Vertretung für den Mike Seidel. Wir haben jetzt ein bisschen mit Verzögerung angefangen. Der Grund dafür ist, dass es heute meine Premiere, und zwar nicht was GoToWebinar betrifft, sondern was hier Facebook Livestreaming tatsächlich betrifft. Und ich hoffe, dass das alles so übertragen wird, wie es auch bei dem Mike übertragen wird. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier in meine Chatbox und jetzt läuft es, jetzt läuft es nicht. Ja, nein, vielleicht. Also ich sehe auf jeden Fall, ich klicke mal jetzt hier einmal weiter, schon mal zum Risikohinweis. Einen Moment. Ah, ich überfordere. Perfekt. Es läuft perfekt. Das hat jetzt hier gerade ein bisschen im Hintergrund gehakt, mein Skype, aber sieht sehr schön aus. Also scheint alles zu funktionieren, so wie sonst auch. Und ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass alles läuft, weil wir haben doch eine ganze Menge heute für den Tag schon mal vorzubereiten. Ist doch einiges geschehen seit letzter Woche, seit der Notenbank-Entscheidung, seit der FED. Und wir wollen in dem Zusammenhang, wie gesagt, einen Blick natürlich auf die Entwicklung jetzt auch werfen, die hier übers Wochenende stattgefunden haben. Der Risikohinweis, da sind wir einmal durchgegangen, den findet man in vollständiger Länge auf der Webseite. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Und Tickmill bietet keine Finanzberatung an und die folgenden Inhalte stellen auch keine Aufforderung zum Handeln dar. Alles weitere, das waren jetzt die ersten zwei Sätze. Der komplette Risikohinweis einsehbar auf der Webseite von Tickmill dann. Und ich habe hier, der Vollständigkeit halber, habe ich den Wirtschaftsdatenkalender. Wir machen das jetzt ja für die kommenden 3 Wochen. Der Ablauf, den wir jetzt hier haben, das wird jener sein, wonach wir eben dann hier immer den Wirtschaftsdatenkalender kurz einblenden, wobei der derzeit tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wir haben zwar am heutigen Tag eine Veröffentlichung hier um 16 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Sommerzeit, mit den ISM Non-Manufacturing-Zahlen, Einkaufsmanager-Index aus den USA für das nicht verarbeitende Gewerbe. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der mehr oder minder eigentlich ja, hinten runterfallen dürfte. Also bedeutet etwas anders formuliert. Das ist zwar eine in sich wichtige Veröffentlichung, vielleicht auch im Rückblick nochmal auf die FED letzte Woche, die sich ja auch abhängig von der globalen konjunkturellen Situation geäußert hat, aber auch geäußert hat hinsichtlich natürlich der US-Wirtschaft und wo man jetzt natürlich den Rückschluss ziehen könnte, okay, schwache Veröffentlichung in irgendeiner Form ist dann in der Lage, hier Spekulationen anzufachen, wonach eben die FED dann auf den jetzt kommenden Sitzungen, den letzten drei dieses Jahres, einem im September, dann noch einem im Oktober und einem im Dezember, an der Zinsschraube noch einmal signifikanter, deutlicher eben tatsächlich drehen wird und den Leitzins weiter senken wird. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass der Haupttreiber aktuell ganz klar die Entwicklungen natürlich rund um den Handelskonflikt sind. Okay, okay, ich sehe jetzt ja gerade in der Chatbox. Ich muss noch mal kurz die Frage stellen übrigens, ob alles auch so funktioniert, dass man mich auch sehen kann, weil irgendwie ist mir gerade das Bild eingefroren. Interessanterweise, aus welchen Gründen auch immer. Also zumindest meine Kamera ist eingefroren, sonst sieht man, glaube ich, alles, sollte man auf jeden Fall alles sehen. So, wie gesagt, also Fakt ist auf jeden Fall, Handelskonflikt, Eskalation. Ich will jetzt mal hier die Handelsplattform öffnen von Tickmill und in dem Zusammenhang habe ich jetzt ein Währungspaar hier drauf, welches erstmal im ersten Moment ein bisschen überraschend anmutet. Das ist der Dollar zum chinesischen Yuan, wobei allerdings das hier das Zünglein an der Waage für die Price Action der nächst wichtigen Entwicklung eben auf jeden Fall sein wird.
die rund um den Handelskonflikt stattfinden. Bis hierhin haben wir zwar eine Abwertung des Yuan gesehen über die letzten anderthalb Jahre. Wir wissen, die ersten Attacken von Donald Trump, die sind im Februar, März, April 2018 gegenüber China eben, haben die stattgefunden. Und wir haben von dort eine kontinuierliche Abwertung des chinesischen Yuan gesehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Stabilisierung unter einer Schwelle von 7 gesehen, die hier stattgefunden hat. Also sprich, das war also das Maximum an Abwertung, was die chinesische Regierung, querstrich die chinesische Notenbank, die People's Bank of China, bereit war, den chinesischen Yuan abwerten zu lassen. Und hat ihn darunter stabilisiert, das sicherlich auch im Hinblick auf die Installierung von China als wichtigen globalen Handelspartner, oder im Hinblick auf dem Zusammenhang auch die Stabilität des Wechselkursverhältnisses dann des chinesischen Yuan, nicht nur ganz besonders gegenüber dem US-Dollar, aber natürlich auch gegenüber Euro und Co. Jetzt hat man eben als Reaktion auf diese erneute überraschende Attacke von Donald Trump am Donnerstag, nämlich die Ankündigung via Twitter tatsächlich, neuer Importzölle auf chinesische Güter ab dem 1. September nochmal 10%. In Folge wahrscheinlich jetzt erneuter Schwierigkeiten rund um um das Verhandeln hier des Deals mit China in Bezug auf den Handel, hat man eben dann jetzt reagiert. Das war auch so abzusehen. Es ist in der Tat so, dass die Chinesen verhältnismäßig wenig Möglichkeiten tatsächlich besitzen, derzeit in irgendeiner Form dann weniger Güter abzunehmen, wobei sie sich eines Mittels jetzt definitiv bedienen. Und das ist schon mal ein erstes Indiz dafür, dass man jetzt auch gegenüber Donald Trump beginnt, in die Vollen zu gehen. Und das könnte Trump tatsächlich empfindlich treffen. Jetzt mit Ausblick auf den beginnenden Wahlkampf, auf die Wahl 2020 im November. Nämlich, man hat seitens der Chinesen verkündet, dass man keinerlei Agrargüter mehr aus den USA abnehmen wird. Beziehungsweise, ich glaube, so konkret hat man es nicht formuliert. Man hat es anders formuliert. Man hat gesagt, man hat die State Buyers, also das heißt staatlich beauftragte Käufer von chinesische State Buyer, also chinesische Abnehmer von Agrargütern aus den USA. So hat man dazu angehalten, diese Güter nicht mehr anzunehmen, abzunehmen. Das ist natürlich ein wichtiges Wählerpotenzial, was Trump dort eventuell jetzt abhanden kommt. Denn Fakt ist, dass das jetzt beginnt, Auswirkungen auf eben den Geldbeutel in Anführungsstrichen dann der Wähler direkt von Trump zu haben. Und natürlich von Trump erwartet wird, dass er Gegenmaßnahmen einleitet. Nur die Gegenmaßnahmen, die sind nur die Installierung neuer Importzölle. In Anführungsstrichen nur, wenn man sich vor Augen führt, dass das natürlich die chinesische Wirtschaft hart trifft oder schwer treffen würde, okay. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber jetzt, es ist nicht zwangsläufig damit getan, eben nur diese Zölle zu installieren und dann eine Besserung zu erhoffen, beispielsweise durch eine geldpolitisch lockere Haltung seitens der Federal Reserve, seitens der US-Notenbank. Das hatte ich schon mal die letzten Tage gesagt und ich will das auch nochmal wiederholen. Es ist nicht gesagt, dass eine geldpolitisch lockere Haltung, Zinssenkungen, geldpolitische Stimuli jeglicher Form in der Lage sind, die Aktienkurse global rund um den Globus zu stabilisieren. Mehr Geld ist nicht zwangsläufig einhergehend mit auch weiter anziehenden Aktienkursen. Wir sollten auch in dem Zusammenhang ja Trump als US-Präsident als jemanden sehen oder dürfen ihn legitim als jemanden sehen, der auch ein bisschen seine Performance als Präsident in Form von Dow Jones-Punkten rechnet. Und Fakt ist einfach mal, dass er davon ausgeht, dass es einen Kausalzusammenhang gibt zwischen billigem Geld und weiter anziehenden Aktienkursen. In gewisser Form ist das so, vorausgesetzt, dass auch dann seitens der Marktteilnehmer diese Erwartungshaltung billigen Geldes mit einem dann anziehenden Wirtschaftswachstum einhergeht. Das sehe ich ehrlich gesprochen noch nicht. Und deswegen ist noch abzuwarten, ob es hier wirklich auch zu einem positiven Effekt kommen würde. Und demnach ist es tatsächlich so, dass Trump jetzt tatsächlich sehr aggressiv schon bereits vorangeprescht ist mit Importzöllen auf chinesische Güter, aber jetzt die Gegenmaßnahmen seitens der Chinesen installiert werden, Agrargüter, die nicht mehr abgenommen werden, oder ganz besonders eben die Abwertung des chinesischen Yuan über das Level von 7. Das ist das erste Mal seit der Finanzkrise seit 2008, dass der chinesische Yuan jetzt hier zum US-Dollar über 7 gesprungen ist, über diese Schwelle. Und es ist auch weiter davon auszugehen, dass diese Maßnahmen vorangetrieben werden, seitens der chinesischen Regierung hier den chinesischen Yuan abzuwerten. Ich möchte in dem Zusammenhang mal kurz auf diverse Retweets meinerseits von Freitag verweisen, die das auch nochmal unterstreichen, nämlich hier. Es ist so, wir haben hier einen Journalisten, der auch bei Twitter mittlerweile eine sehr, sehr hohe Followerschaft bekommen hat, eben infolge dieses Handelskonfliktes, der die
Updates aus China mehr oder minder dann kolportiert. Und der schreibt schon bereits am Freitag, dass eben Beijing very disappointed war, also sehr enttäuscht oder sehr trübsalblasend, ich glaube, das ist sehr, sehr nett formuliert, mit den letzten Entwicklungen eben hier hinsichtlich der Importzölle aus China ist. China hat in diesem Zusammenhang ganz klar schon kommuniziert, eine nicht genannte Quelle, eine anonyme Quelle, China won't fight the battle unprepared. Also das heißt, China wird diese Schlacht nicht unvorbereitet eben angehen, und you will see. Das heißt also, hier gab es schon eine relativ harsche, martialische Rhetorik, die gewählt worden ist. Es kam dann auch hier am Freitag bereits seitens des Handelsministeriums aus China eine klare Formulierung, dass es nicht nur hier stark avers gegenüber diesen neu angekündigten Importzöllen eben agiert, sondern eben, dass auch entsprechend notwendige Countermeasures, also Gegenmaßnahmen, ergriffen werden. Und in diesem Zusammenhang ist ganz klar jetzt zu sehen, auch die Rhetorik, wie gesagt, sehr martialisch, ja, if US wants fight on trade, we will fight, die Rhetorik, die Eskalation, die da schon am Freitag stattgefunden hat, keiner wusste genau, in welche Richtung das geht, auch ausgehend von eben tatsächlich eben den beschränkten Möglichkeiten, die Chinesen dort haben, die werden keine Importzölle oder sonst dergleichen eben verkünden, aber die Abwertung der Währung und dieses Einsteigen in einen Handelskrieg hier ist ein ganz klares Statement, und das wird voranschreiten. Man wird hier diese Abwertung des chinesischen Yuan weiter vorantreiben. Und was hat das jetzt in Bezug auf den DAX zu tun? Ich gehe nicht davon aus, dass die meisten, die sich das jetzt hier anhören, den chinesischen Yuan eben tatsächlich dann traden oder Dollar-Yuan eben traden. Aber es hat massive Auswirkungen auf eben dann die Aktienmärkte insgesamt. Nehmen wir beispielsweise den DAX oder Equities generell, der Dollar-Yuan und auch dieses Abwerten jetzt über die 7er-Schwelle, also dieses Überspringen der 7er-Schwelle. Wie gesagt, das ist ein klares Statement, was aus Beijing kommuniziert wird, ausgehend von der Größe des Marktes, der Breite des Marktes, des Devisenmarktes. Und es ist damit zu rechnen, dass das weiter vorangetrieben wird. Es war in der Vergangenheit gemeinhin bekannt, solch eine Abwertung der chinesischen Währung einherging mit einer entsprechenden Risikoaversion auch seitens dann der Aktienmärkte, und infolgedessen haben wir weiteres Abwärtspotenzial auf jeden Fall gegeben. Rein technisch sind wir hier unter diese blaufarbene Linie gefallen. Ich habe jetzt hier tatsächlich zwei 200-Tage-Linien. Einmal der EMA, das ist die blaue Linie, unter die wir schon bereits am Freitag gefallen sind und unter der wir auch geschlossen haben, was ein bärisches Signal ist. Und eben diese pinkfarben, das ist die 200-Tage-Linie. Das ist das erste anzuvisierende Ziel auf der Unterseite. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es nicht nur zu einem Retest dieser 200-Tage-Linie kommt, sondern stattdessen, dass wir sogar unter dieses Niveau rutschen. Und dann sind weitere Abschläge denkbar, die uns zügig führen bis in die Gefilde um 11.200 Punkte. Ausgehend von den derzeitigen Niveaus, also nochmal mindestens 500 Punkte oder 2%, die auch zügig erreicht werden können, wer die Kursentwicklung im DAX in der jüngeren Vergangenheit auch in den untergeordneten Zeitebenen beobachtet hat. Dem ist aufgefallen, dass wir sehr sprunghafte Bewegungen gesehen haben. Das ist ein Indiz dafür, dass das Marktumfeld sehr dünn ist. Und genau dieses Umfeld, auch jetzt infolge dieser steigenden Risikoaversion, dünnes Marktumfeld, ist etwas, was eben die Gefahr beinhaltet, dass wir schlagartig scharfe weitere Abschläge eben zu sehen bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Format heißt tägliche Handelsideen. Also meine Handelsideen werden sich ganz klar auf der Short-Seite wiederfinden. Für die kommenden Stunden auf jeden Fall. Intraday heute sind wir ganz klar short. Natürlich sind wir jederzeit, müssen wir bereit sein, auch für eventuell scharfe Gegenbewegungen. Aber in Summe sollten wir diese Gegenbewegungen eher verkaufen. Gegenbewegungen, die übrigens initiiert werden können, und das sollte man auch nicht unterschätzen, durch Ankündigungen seitens Notenbanker, EZB, die Gegenmaßnahmen einleitet, die in irgendeiner Form aggressiv dann wirtschaftlichen Abschwung, ganz besonders mit Ausblick auch auf Deutschland. Wir sollten auch in dem Zusammenhang nicht unterschlagen. Wir haben jetzt keine konkreten Andeutungen seitens Trump bezüglich einer Eskalation des Handelskonflikts mit Europa zu sehen bekommen, aber auch das ist eine Option. Trump will auf jeden Fall offensichtlich und koste es, was es wolle, eine Zinssenkung seitens der Fed initiieren. Wieso? Wie gesagt, das könnte man im ersten Moment denken, billiges Geld wird zu neuen Allzeithochs und Aktien führen. Nochmal, diesen Kausalzusammenhang, den sehe ich aktuell nicht unbedingt. Wie gesagt, dann diese Rallye, die wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, war mehr Liquidität, Alternativlosigkeit und Wachstumsaussichten für die Wirtschaft, die in den letzten 10 Jahren genau diese Rallye in Aktien, besonders am US-Markt, aber auch zum Beispiel im europäischen Aktienmarkt, ja begünstigt hat. Das ist nicht zwangsläufig gegeben, was wiederum
die Frage aufwirft, ob er sich dort nicht eventuell irrt. Aber Fakt ist, dass das derzeit seine offensichtliche Hauptmotivation ist. Und diese Motivation, die sollten wir hier nie vergessen. Was eben dann im Umkehrschluss auch bedeutet, diese Eskalation des Handelskonfliktes wird vermutlich so lange vorangetrieben werden, bis es dann früher oder später genau das geben wird. Nämlich eine Zinssenkung seitens der Fed, die mittlerweile übrigens auch wieder dramatisch, die Wahrscheinlichkeit hier dramatisch angestiegen ist. Wenn wir jetzt mal blicken auf das sogenannte Fed-Watch-Tool, das fängt die Wahrscheinlichkeit an, balkenweise hier, die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der Markt derzeit eine weitere Zinssenkung spielt, beziehungsweise welches Zinsniveau er erwartet für die jetzt aufkommenden, zeitnah stattfindenden Fed-Sitzungen. Und nach den Worten von Jay Powell letzte Woche Mittwoch, ist die Spekulation bezüglich einer dritten Zinssenkung zeitweise deutlich unter 50% gerutscht. Also dritte Zinssenkung in 2019, wir haben jetzt eine zu sehen bekommen, jetzt kommen also noch zwei. Und demnach ist die Wahrscheinlichkeit für noch zwei folgende jetzt dann im September, Oktober und Dezember auf unter 50% wahr gerutscht. Mittlerweile ist diese Wahrscheinlichkeit hier sogar auf fast 40% angestiegen, dass es noch zwei weitere Zinssenkungen geben wird. Also dass wir mindestens drei Zinsschritte sehen, dass wir sogar noch drei sehen, also sogar vier in 2019, so muss man es formulieren. Da sind wir jetzt mittlerweile gelandet, denn diese zwei Balken hier, die zeigen schon bereits, dass drei Zinssenkungen in 2019, also jetzt noch zwei folgende, mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% gespielt werden. Die Fed hat auch ganz klar gesagt, ein global konjunktureller Abschwung ist das, was eigentlich benötigt wird, um eine solche Abwertung geldpolitische Haltung eben dann zu rechtfertigen. Das ist das, wo Trump offensichtlich die Fed hindrängen möchte. Er hat auch seine Enttäuschung über die Haltung von Jay Powell eben auf der letzten Zinssitzung ganz klar kundgetan, schon relativ zügig zeitnah. Fakt ist aber, wie gesagt, dass bis es dann soweit ist, deutet darauf hin, dass eben eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes auf jeden Fall zu erwarten ist, was ganz klar die Short-Seite favorisiert. Trotz eventuell kurzfristiger schärferen Gegenbewegungen, initiiert durch Notenbankankündigungen, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zum Beispiel EZB-Offizielle, die sich jetzt äußern und dann die Hoffnung schüren, wonach eben tatsächlich sehr aggressive geldpolitische Lockerungen im September auf den Weg gebracht werden. Da haben wir schon bereits eine Spekulation, dass der Leitzins ins negative Territorium gesenkt wird und dann aber nichtsdestotrotz auch darüber hinaus vielleicht sogar nochmal weitere geldpolitische Stimuli infolge einer Neuauflage des QE-Programms oder sonst dergleichen eben erwartet werden sollten. Also sprich, solange diese Spekulation anhält, dass es eben eine Eskalation des Handelskonfliktes gibt, ist der vorherrschende Vorteil im Equity-Bereich ganz klar auf der Short-Seite und wir sollten sehr vorsichtig sein. Kurzfristig anzuvisieren die Kursziele auf der Unterseite im DAX liegen dann im Bereich um 11.650 Punkte. 650 Punkte, also im Bereich um diese pinkfarbene Linie, das ist die 200-Tage-Linie, fallen wir da drunter, sind ganz zügig auch weitere Abschläge mit erstem Ziel um 11.200 Punkte eben zu sehen. Und wir sollten nochmal auch ganz vorsichtig mit antizyklischen Long-Engagements sein. Dieses Marktumfeld in Verbindung auch mit diesem dünnen Umfeld, in dem wir uns generell befinden, derzeit ist prädestiniert dafür, vielleicht sogar Risiken dann bereitzuhalten, wonach es hier zu kleinen Flash-Crash kommen könnte, also massiven Abverkäufen innerhalb kürzester Zeit, die natürlich auch risikotechnisch, positionsgrößentechnisch berücksichtigt werden sollten. Also wenn wir uns positionieren, besonders antizyklisch positionieren, auch wenn Handelssysteme unsererseits genau das sagen, Long-Positionen gehen wir ein aus diesen und jenen Gründen, weil eben das Handelssystem es so vorsieht, dann sollte man dennoch meines Erachtens nach Gegenmaßnahmen ergreifen, diese Positionsgröße zum Beispiel runterzunehmen, einfach weil das Risiko besteht, dass es zu schlagartigen, sich zügig beschleunigenden Abwärtsbewegungen, dynamischen Abwärtsbewegungen eben tatsächlich kommt. Also, Short-Seite ist ganz klar zu favorisieren. Setup für den DAX würde ausgehend von der Open Range, wie klassisch eigentlich hier eingezeichnet, eingegangen. Ich muss jetzt übrigens mal kurz gucken. Ich habe hier nämlich einen kleinen Fehler drin. Ist mir aufgefallen. Ist nämlich noch nicht die Sommerzeit drin. Aus welchen Gründen auch immer. So. Also. Open Range wäre in dem Fall. Wir gucken jetzt. Wo haben wir hier das Hoch und das Tief? Der Handelsspanne zwischen 8 und 9.05 Uhr. Wir warten also die Kassaeröffnung um 9.05 Uhr ab und würden dann in Relation uns hier zu dieser blaufarbenen Linie, das ist der EMA 50, das ist ein Trendfolgeindikator oder
Vorteilsidentifikator, so nenne ich ihn einfach mal, würden uns dann in Abhängigkeit von dem positionieren. Sprich, also wir würden Folgendes machen. Wir würden nur Short Setups traden, wenn wir unterhalb diesen traden und dann eben hier Ausbrüche auf der Short-Seite entsprechend handeln. Long, wie gesagt, wäre Intraday klassisch zwar einerseits denkbar, wir sollten aber immer berücksichtigen, dass Rücksetzer schon bereits im Bereich um die Tiefs von Freitag dort verlaufend ungefähr, das ist jetzt die Stunde übrigens, im Bereich um roundabout sind 18.000, ne, wohl 12.000, Verzeihung, das sind hier 11.830 ungefähr. Da finden wir schon eine erste potenzielle Widerstandsregion. Wie gesagt, das sind die Tiefs von Freitag. Das ist hier nicht ganz so sauber erkennbar, aber mal gucken wir hier. Ne, leider nicht. Das ist auf jeden Fall eine Region, die wir schon als stärkere Widerstandsregion potenziellen Short-Trigger auch in Betracht ziehen sollten. Und deswegen Long-Engagements aus dieser Perspektive Chance-Risiko-Verhältnis technisch nicht so attraktiv anmuten. So, wir wollen natürlich auch einen Blick werfen auf den Euro, den ich jetzt ja gerade thematisiert habe. Der US-Dollar, der hat infolge dieser Aussicht auf eine geldpolitisch lockerere Fed und auch infolge jetzt auf eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes, hat der US-Dollar aus rein zinstechnischer Perspektive zunächst einmal nicht besonders viel zu lachen. Ich habe jetzt einen zweiten Chart nicht vorbereitet. Man nehme das einfach mal so mit. Wir werden das vielleicht die nächsten Tage nochmal aufgreifen. Es gibt nämlich eine Zinsentwicklung oder eine spannende Entwicklung im T-Note-Future. Das ist der das Pendant zu unserem deutschen Bund-Future. Und also 10-jährige US-Zinsen bzw. der Anleihekurs. Wir haben eine sehr interessante Entwicklung, denn wir haben trotz der Aussicht auf eine geldpolitisch lockerere Fed, haben wir über einen längeren Zeitraum bis vor kurzem, haben wir eine Stabilisierung im deutlichen sogenannten Netto-Short-Bereich zu sehen bekommen. Netto-Short-Bereich bedeutet, dass diese Marktteilnehmer, Großspekulanten, auf einen steigenden Zins in den USA spekuliert haben. Das fand ich schon seit geraumer Zeit etwas verwundernswert. Und jetzt können wir aktuell uns eventuell in einem Marktumfeld wiederfinden, in welchem es dann hier zu einer Squeeze-Bewegung kommt. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass genau das zu einer dramatischen Umkehr aus eben dem Zins-Long in den Zins-Short-Bereich führt, zu einem massiven Switch, also einer Squeeze-Bewegung, die mich dann kurzzeitig zwar den US-Dollar unter Druck bringt, wie gesagt, aber in Ausblick auf weitere protektionistische Maßnahmen, besonders gegenüber Europa und gegenüber des Automobilsektors durch Donald Trump, sollte man in Betracht ziehen, dass eben die EZB in Bezug auf den Euro massivste Gegenbewegungen oder Gegenmaßnahmen auch einleitet und verteidigende Maßnahmen, die natürlich dann wiederum den Euro auf breiter Front stark unter Druck bringen dürften und infolgedessen diese Gegenbewegung auch auf einem sehr, sehr fragilen Fundament anmuten lassen. Also sprich, sämtliche Gegenbewegungen im Euro sind mit großer Skepsis zu beäugen und ich sehe den Euro eher in den kommenden Wochen, kommenden Monaten mit Potenzial deutlich unter die 1,10er Marke. Ganz besonders, wenn eben geldpolitische Maßnahmen seitens der EZB nötig werden, durch eine Ankündigung von Importzöllen beispielsweise auf europäische Autos, ganz besonders treffend den deutschen Automobilsektor selbstverständlich. Also hier lautet die Devise auch, aktuell kurzfristig zwar auf den ersten Blick long, nichtsdestotrotz sollten Gegenbewegungen sehr vorsichtig beäugt werden und in dem Fall, müssen wir auf die Stunde gehen, hier sollte man diese Gegenbewegung in dem Bereich ehemaliger Tiefs dort sollte man jetzt eher wahrscheinlich von der Short-Seite betrachten, auch wenn natürlich hier zunächst einmal auf der Stunde ist es jetzt, eine Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs auszumachen ist und eine Umkehr eigentlich erst mit einem erneuten Rutschen hier unter das 1070er Level ungefähr erfolgen würde. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich jetzt vielleicht sogar schon in diesem Bereich hier bei ersten sich abzeichnenden Umkehrsignalen Shorts einstreuen würde und die Position langsam aufbauen würde, in der Erwartung, dass es dann über die nächsten Tage, Wochen eventuell sogar zu weiteren Abschlägen kommt und dann zu einem Unterschreiten der 1070 mit erstem Ziel um die Tiefs der vergangenen Woche 1020, 1030 liegend und dann auch einen deutlichen Rutsch unter das 1,10er Level eben tatsächlich. Und wenn wir schon von Zins sprechen, dann müssen wir immer auch einen Blick werfen auf den Dollar-japanischen Yen. Diese Squeeze, von der ich sprach, damals hatte ich das schon auf dem Schirm und ich habe sie jetzt auch wieder auf dem Schirm. Natürlich ganz besonders auch vor dem Hintergrund des Bruchs hier, der 106,80. Ich war letzte Woche Mittwochabend noch sehr positiv für den Dollar-Yen im Vergleich eigentlich zu dem, was ich die ganze Zeit zuvor gesagt habe. Und gesagt, eigentlich spricht relativ wenig dagegen, dass wir nicht zeitnah nochmal die 110 anlaufen und vielleicht sogar dieses Level zurückerobern können. Das war allerdings auch noch
auch in meiner jugendlichen Naivität oder war der jugendlichen Naivität geschuldet, dass ich mir nicht habe vorstellen können, dass Donald Trump zu derartigen Gegenschlägen innerhalb so kurzer Zeit ausholt und tatsächlich einen Handelskrieg, eine weitere Eskalation vom Zaun bricht, um dann das zu kriegen, was er haben will. Ja. Es hat schon bereits am Donnerstag hier zu massiven Abschlägen geführt, zu dem massiven Reversal im Dollar-japanischen Yen und hat dann auch den Wochenschluss im Bereich um die 106,80 nach sich gezogen. Dieses Niveau haben wir jetzt gebrochen. Wir wissen um die gemeinhin bekannte positive Korrelation zwischen 10-jährigen Zinsen, US-Zinsen und dem Dollar-japanischen Yen. Also sprich, steigt der eine, steigt der andere und umgekehrt. Ich will das vielleicht mal kurz zeigen, sonst glaubt man mir das nicht. Einen Moment, jetzt muss ich aber kurz mal schauen. Das ist eine Grafik, die habe ich damals in meinem ersten Buch habe ich die aufgegriffen. Deswegen hört die Ende 2014 auf, weil das Buch 2014 erschienen ist. Aber die fängt diese Korrelation sehr, sehr gut ein. Und wie ich gerade eben schon sagte, sollte es zu dieser Squeeze-Bewegung eben kommen, zieh das mal hier rein, das dauert jetzt einen kurzen Moment und dann ploppt das gleich auf, sollte es zu dieser Squeeze-Bewegung kommen, im Dollar-japanischen Yen würde infolgedessen stärkeres Abwärtspotenzial freigesetzt werden, denn der Zins, der wäre infolgedessen, US-Zins wäre infolgedessen zu erwarten, unter Druck zu bleiben, stärker unter Druck zu bleiben, während eben auf der Kehrseite dann Dollar-japanischer Yen folgerichtig durch die positive Korrelation ebenfalls folgen würde. So, erstaunlicherweise dauert's und dauert's und dauert's. Also ich hoffe, dass das jetzt gleich hier noch entsprechend aufploppt. Ich will parallel schon mal die Chance nutzen, hier einige Fragen aufzugreifen. Einen Moment. Ich sehe schon sehen. Okay, sehr schön. Also, sehr gut. Ja, da haben wir sie. Also, wie gesagt. So, da kann man es erkennen. Also wie gesagt, diese Korrelation ist weiterhin gegeben. In Orange ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen und in Grau damals Dollar-Japanischer Yen, das Wechselkursverhältnis. Wie gesagt, Buch ist 2014 erschienen. Die Grafik ist aus dem Buch, ergo hört das da auf, aber die ist weiterhin gegeben. Und folglich ist es eben so, erwarten wir für den Zins, den US-Zins, der jetzt übrigens sich auf den Weg macht, sein Allzeittief anzulaufen. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier auch hier eingreifen. Ich habe nämlich die Grafik vorbereitet. Ich räume mal hier ein bisschen auf. So. Da können wir jetzt mal uns den Zins anschauen. Na? Dum, 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 dum. So, also ich will mir alles mal anschauen. Mach das auch mal zu. Also wir bewegen uns in dem Bereich der Allzeittiefs, die liegen ungefähr bei 1, was haben wir hier? Das war ein 2016, das sind 1,6, glaube ich, so ein Pi mal Daumen ungefähr. Und wir dürfen auch mit Ausblick auf eine geldpolitische Lockerung hier seitens der Fed auch damit rechnen, dass dieser Bereich angelaufen wird. Also das sollte auf jeden Fall realistisch sein. Infolgedessen darf dann erwartet werden, dass eben auch die magst du mir das nicht anzeigen? So, da. Bei 1,559 ist es. Ja, kommt ungefähr hin. Ne, oh, Verzeihung, 1,559, 1,36, 1,36, da wurde das Allzeittief markiert, das war im Juni 2016, das war rund zu Brexit-Zeiten, also das heißt, kurz bevor es hier zum Brexit eben kam, Risikoaversion in den Markt traf, US-Papiere, die in dieser Folge nachgefragt worden sind, dieser Bereich, wie gesagt, der darf realistisch erwartet werden, angelaufen zu werden. Und wir sehen zum einen, wir haben dieses Potenzial noch, das sind noch ungefähr 40 Basispunkte, bis wir diesen Bereich erreichen. Die derzeitige Sorge rund um die Eskalation im Handelskonflikt hält das aber zum einen bereit, dieses Potenzial. Zum anderen ist es eben auch so, dass wir die geldpolitische Lockerung der Fed, die Squeeze-Bewegung vom T-Note Future und dergleichen eben als weitere Treiber da erwarten dürfen. Und so, noch einmal zurück zu der Grafik. Wie gesagt, wenn es dann für diese Orangefarbenlinie signifikant abwärts geht, sollte auch das Wechselkursverhältnis Dollar-Yen signifikant abwärts rutschen. Und die technischen Gegebenheiten oder die technischen Voraussetzungen sind durch das Fallen unter die 106,80 auf jeden Fall bereits gegeben, dass wir mit solch einer Entwicklung hier rechnen dürfen. Also auch hier, sell the bounce. Ja, das vielleicht noch abschließend gesagt, also sprich etwas anders formuliert, diese Abwärtsstruktur sollte erwartet werden, dass sie gehalten wird.
Wo ist jetzt meine Maus? Ah ja, okay. Jetzt hat sich gerade eben meine Maus auch noch verabschiedet. Wunderbar. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, dass wir... Einen Moment. Das kriege ich hin. Ich bin mich immer schon vorbereitet. Das ist das Coole an so einer, an so einer Webcam. Da kann man der Action am Desk auch direkt folgen. Ja. Also. So. Neue Batterie. Und so, Gegenbewegungen in dem Bereich um 107 sind jetzt infolgedessen, vielleicht mal auf 4-Stunden-Basis, da kann man es nochmal ein bisschen besser erkennen. Hier, diesen Bereich 106,80, 107 sind zu verkaufen. Also Dollar, japanischer Yen hat ausgehend von der Gesamtsituation auch fundamental weiteres Abwärtspotenzial. Und natürlich, wenn wir über Dollar-Yen sprechen, müssen wir folgerichtig auch über Gold sprechen. Gold hat ebenfalls eine hohe Zinssensitivität, die resultiert aus der Tatsache, dass Gold als zinsloses Investment ebenfalls in Zeiten finanzieller Unsicherheit, wenn dann renditeträchtige Papiere wie US-Schuldtitel zum Beispiel unter Druck geraten, ebenfalls an Attraktivität gewinnt. Und dann kommt es eben hier zu positiven Effekten. Wir haben jetzt bereits neue Jahreshochs markiert, einen Ausbruch über die bis dato Hochs, das waren so Übertreibungshochs, die nach einer geldpolitischen Spekulation, nach einigen Kommentaren von dem New Yorker Fed-Chef Williams, war es eine Woche, waren es zwei Wochen vor der US-Notenbank-Sitzung initiiert worden sind. Da gab es einen kurzen Spike auf neue Hochs, die allerdings nicht nachhaltig waren. Diese haben wir heute früh herausgenommen. Übergeordnetes Kursziel, welches wir hier haben, liegt jetzt ganz klar bei 1500. Auch die Devise lautet ganz klar bei the dip. Wir werden allerdings jetzt auch mit zeitlich etwas Verzögerung, das wird dann nächste Woche Montag der Fall sein, und zwar aus gegebenem Anlass, dass Gold bewegt sich nämlich jetzt in ein saisonal bullisches Pattern hinein. Also sprich, 12. 8. bis zum 5.9. befinden wir uns saisonal dann in einem auch aus der Perspektive günstigen Fenster für Gold. Da werden wir die Details natürlich auch entsprechend kommunizieren und diese Details näher anschauen. Auch hier gilt aktuell auf jeden Fall ganz klar die Devise buy the dip, oder anders formuliert, Short-Engagements sind in Gold derzeit nicht zu favorisieren. Genauso wenig wie Long-Engagements in Dollar-Yen nicht zu favorisieren sind. Das Vorteil ist hier ganz klar in Richtung Risikoaversion. Was bedeutet Dollar-Yen Short, Gold Long, Equities Short, Euro, US-Dollar, an der Stelle ein bisschen gesondert zu betrachten, aber dennoch auch eher Short, das heißt Gegenbewegung eher mit Skepsis zu beugen. Ja, und das wäre es dann zunächst einmal soweit meinerseits gewesen. Dann hoffe ich, dass das einige Ideen hat liefern können für die kommenden Tage. Wie gesagt, wir werden uns dann in den kommenden Tagen immer wieder treffen, morgens 8.30 Uhr, dann auch ohne die technischen Schwierigkeiten, denn ich kenne jetzt den Trick, wie ich den Stream hier gestartet bekomme, trotz der zunächst erfolgenden Fehlermeldung. Und ja, soweit erstmal meiner Seite. Also, happy trading. Passt auf die Stops auf, morgen 8.30 Uhr zu den täglichen neuen Handelsideen, gemeinsam mit Tickmill, sehen wir uns, hören wir uns wieder. Und soweit wäre es das erstmal von mir gewesen. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.